Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ahol Aman ist damit beschäftigt, dass ihre Kinder schon jetzt Hunger leiden. Die Mutter sitzt vor dem Eingang des St. Mary's Hospital in einem Dorf unweit der Stadt von Wau auf einer Mauer und wiegt den dreijährigen Mayok auf dem Schoß. In ihrer Hütte blieben Mayoks Geschwister mit leeren Bäuchen zurück. Amans Mann ist in irgendeiner Schlacht gefallen. Und die Südsudanesin hat in den vergangenen Wochen nichts als Brennholz zu verkaufen, um ihren Kindern etwas Hirse zu beschaffen. Mayoks Kopf wirkt riesig im Vergleich zum verzerrten Rest seines Körpers. An Ärmchen und Beinchen ist kein Fleisch mehr, an den Knochen. Seine Augen treten aus dem eingefallenen Gesicht hervor. Die Haare sind in Büscheln ausgefallen. Was wird die Mutter tun, wenn sie den nach Erdnussbutter schmeckenden Kalorienkuchen aus UN-Beständen von den Helfern erhält? Die Ärzte werden verlangen, dass sie die Kalorienmedizin Mayok gibt, denn der Junge ist dabei zu verhungern. Dann bekommen aber seine Geschwister auch weiterhin nur Hirse, zu wenig. Teilt sie den Kuchen unter ihren Kindern auf, wird Mayok sterben. Die Mutter muss sich entscheiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so beschreibt es in einer aktuellen Reportage ein Journalist, der gerade mit Aktion Deutschland hilft, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen in Südsudan unterwegs war. Ja, die Hungersnot abwenden, Völkermord verhindern, so wie es der Grünen-Antrag beschreibt, ist in der Tat der Auftrag, der an alle geht. Die Lage im Südsudan ist eine schiere Katastrophe. Und ja, die Gewalt hat das Potenzial eines Völkermords. Mädchen werden vergewaltigt, Jungen werden wie Tiere abgeschlachtet, wie Augenzeugen in diesen Tagen berichten. Die Lage spitzt sich weiter zu, Hunger wird auch als Waffe eingesetzt. Hunderttausende müssen fliehen. Wer die Menschen jetzt im Südsudan im Stich lässt, wird bald mit den Bildern konfrontiert werden von sterbenden Kindern, von Menschen, die dreckiges Wasser trinken und krepieren. Die humanitäre Hilfe der Staatengemeinschaft, das ist meine Sicht der Dinge, muss verdoppelt werden. Allein das BMZ hat im letzten Jahr über 50 Millionen Euro für die Aufbereitung von Wasser zur Verfügung gestellt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, Europa muss sich insgesamt stärker für Afrika interessieren und engagieren. Der Appell gestern, und ich sage das nicht parteipolitisch, sondern ich glaube, da gibt es eine große, breite Mehrheit hier im Deutschen Bundestag, gestern von Gerd Müller auf der Konferenz der Bundesregierung, der Afrika-Konferenz, und auch von Ursula von der Leyen, aber ich könnte auch alle anderen aufzählen, die seit vielen Jahrzehnten in dem Bereich aktiv sind und denen dieses Schneckentempo viel zu langsam ist, ist zutreffend, denn Afrikas Stabilität beeinflusst auch die Stabilität Europas. Und auch das ist meine Einschätzung. Wir brauchen auch einen Paradigmenwechsel in der Entwicklungszusammenarbeit, auch um stärker zu unterstützen, dass zum Beispiel lokale und auch internationale Privatwirtschaft in Arbeitsplätze investiert, das Einkommen und Entwicklung in Afrika sichert. Und ja, vieles ist hausgemacht von afrikanischen Politikern, sogenannten Eliten. Korruption, Macht und fehlendes Interesse an der eigenen Bevölkerung gehört zu den größten Versagen. Wahr ist auch, die UN-Mission am Golf von Guinea und auch an Afrikas großen Seen haben tatsächlich auch zur Friedenssicherung beigetragen. Auch in Mali hat der internationale Einsatz Erfolg gebracht. Ich glaube, Herr Kollege Kekeritz, diese Differenzierung, die Sie hier vorgenommen haben, trifft das Bild ziemlich gut. Es ist an der Zeit, endlich aufzuwachen und mehr zu tun. Und da Sicherheit niemals rein militärisch verengt werden darf, muss das 2-Prozent-Ziel, vielleicht kommt das auch noch in der Diskussion hier zum Tragen heute, auf 3% des BIPs erhöht werden für Verteidigung und eben auch, und jetzt kommt der Schwerpunkt, für die Entwicklungszusammenarbeit, für die humanitäre Hilfe und für die Diplomatie. Das ist machbar und es ist auch erforderlich. Und ich glaube, dass dieser strategische Mix auch zielführend ist als Antwort zur Krisenprävention und Krisenbewältigung. Und Sie müssen endlich aus den ideologischen Gräben rauskommen. Wir brauchen beides. Wir brauchen an allen Ecken und Enden diese Anstrengung, weil Sie wissen auch, dass die humanitären Helfer an vielen Stellen ihre Arbeit gar nicht tun können, wenn sie kein sicheres Umfeld haben. Und genauso wahr ist, dass Militär allein keinen Frieden schaffen kann. Deutschland engagiert sich auf vielen politischen Ebenen für die Bewältigung der Krise im Südsudan.
im Jahr 2016 ein Schwerpunkt. Staatsminister Roth sitzt ja hier auf der Regierungsbank. Fast 60 Millionen Euro, die zur Verfügung gestellt worden sind. 2017 werden es 40 Millionen. Ich würde mal prognostizieren, es werden mehr als 40 Millionen werden müssen, wenn man diesem Elend nicht zuschauen will. Und, Herr Kollege, erlauben Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage von Frau Keul? Ja oder nein? Ja. Gut. Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Jetzt muss ich aber doch noch mal eben nachfragen mit den 3%, ob ich das richtig verstanden habe. Also die Bundesregierung hat für den Südsudan 50 Millionen zur Verfügung gestellt, haben wir gerade gehört. Und Sie haben zu Recht gesagt, das muss mehr sein, verdoppeln auf 100 Millionen. Jetzt fordern Sie 2%. Wenn ich das mal ausrechne, dann hieße das im Groben, dass sich der Einzelplan 14, der Verteidigungshaushalt, von 30 auf etwa 55 Milliarden erhöhen würde im Bundeshaushalt. Wir sprechen von 25 Milliarden zusätzlich für den Verteidigungshaushalt. Können Sie mir das erklären, wie das im Verhältnis stehen soll für 50 Millionen für Trinkwasseraufbereitung? Also das haben Sie falsch verstanden, vielleicht auch nicht ganz unbeabsichtigt, denn ich habe ja davon gesprochen, dass die 2% auf 3 erhöht werden. Nicht für das Militär, sondern für die Entwicklungszusammenarbeit, für Diplomatie, für diesen Mix. Die Diskussion kennen Sie vielleicht auch von Herrn. Diese Diskussion kennen Sie vielleicht auch von Herrn Ischinger, der diesen Vorschlag gemacht hat jetzt im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz. Und ich glaube, dass dieser Vorschlag, Mittel zu erhöhen, Sie haben es reduziert aufs Militär, ich habe ausdrücklich gesagt, in den anderen Bereichen deutlich zu erhöhen, ist ein Beitrag dazu, das System, das wir seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen der Regierungsarbeit und der Parlamentsarbeit hier im Deutschen Bundestag verfolgt haben, die vernetzte Sicherheit, dass wir an mehreren Stellen die Kraftanstrengungen brauchen, dass wir diese 3% dafür nutzen, in all diesen Bereichen und nicht allein im Rüstungsbereich, sondern vor allen Dingen in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und auch Diplomatie, hier einen gemeinsamen Ansatz zu machen und eben nicht die Diskussionen von gestern zu führen, die am Ende vielleicht manche Ideologien bedienen, aber den Menschen vor Ort wenig helfen. Und ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein großes Problem ist natürlich der Zugang zu humanitären Hilfe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass oftmals die humanitäre Hilfe gerade dort nicht ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Ich will auch sagen, ich glaube, dass humanitäre Hilfe, und deswegen müssen wir bei 2- und 3-Prozent-Zielen über den Tag hinausdenken und nicht nur in der Tagespolitik, Frau Kollegin Keul, verbleiben. Und deswegen gilt bei der humanitären Hilfe auch, dass neben der Erhöhung von Mitteln humanitäre Hilfe eben auch nicht zum Alibi verkommen darf, der Staatengemeinschaft Konflikte politisch nicht zu lösen. Denn es braucht neben der Verdopplung der humanitären Hilfe der Staatengemeinschaft endlich das, was Kollege Kikkeritz auch gesagt hat, ein Waffenembargo, Reisebeschränkungen, das Einfrieren ausländischer Bankkonten der Redelsführer im Südsudan. Es muss Schluss sein, dass das viele Geld aus Ölexporten in den Taschen einiger weniger Familien landet oder in einem schmutzigen Krieg verpulvert wird, während die Bevölkerung hungert. Deswegen ist auch die Blockade des UN-Sicherheitsrats durch China und Russland eine Schande, und sie ist auch Salz in den Wunden der hungernden Bevölkerung. Das muss ein Ende haben. Es gibt eine moralische Verpflichtung, alles zu versuchen, auch um die Sicherheit dort zu stabilisieren. Der Sudan grenzt an Libyen, und Millionen werden sich auf den Weg machen, wenn das Elend weitergeht. Sogenannte vergessene Krisen, ja, das gehört auch dazu. Ich muss Perspektiven den Leuten vor Ort schaffen, damit sie sich nicht auf den Weg machen. Das ist eben auch praktizierte Nächstenliebe. Und ich glaube, Deutschland tut eine ganze Menge in dem Bereich. Aber wahr ist, und das ist die bittere Wahrheit, man kann nie genug tun. Und deswegen müssen wir unsere Anstrengungen weiter stärken. Und ich möchte abschließend mit einem Zitat enden des früheren Bundespräsidenten Horst Köhler, der Recht hat mit seinen Aussagen. Und er engagiert sich ja seit Jahrzehnten für den Kontinent Afrika und guckt nicht nur bemitleidenswert auf Afrika, sondern sieht auch die Chancen, die in diesem Kontinent sind. Und er hat gesagt, kein Land der Welt, so reich und mächtig es auch sein mag, kann auf Dauer seinen Wohlstand erhalten, ohne auf die Perspektiven der anderen Länder Rücksicht zu nehmen. Daher müssen wir zu einem neuen Verständnis von nationalem Interesse finden, das sich im Kontext eines globalen Gemeinwohls definiert. Vielen Dank. Darf ich die Kollegen bitten, sich tendenziell oder ziemlich konkret an die Redezeit zu halten? Das gilt wirklich für alle. Dankeschön. Nächste Rednerin, Katrin Vogler für Die Linke. Danke.